Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Heute mal wieder zu einem Unboxing, wie man unschwer erkennen konnte und wie man hier an diesem schönen Sticker da erkennen kann. 25 Jahre 10 von LaserVision. Vier weitere Titel aus der Trash Collection. Normalerweise sind es ja eigentlich immer nur drei, aber diesmal haben sie gleich vier reingepackt, darunter auch ein. Ja, Repack möchte ich eigentlich nicht sagen, aber es ist ja auch ein Titel bei Die Mumie des Pharao oder Die Rache des Pharao, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Da war ja auch schon in der alten Reihe der alten Trash Collection, sage ich mal, wurde hier neu aufgelegt auf Blu-ray. Ja, deswegen sind es jetzt für mich drei neue Titel. Gucken wir einfach mal rein. Hat ja auch ein bisschen länger gedauert tatsächlich. Also dabei ja schon Abstand zu den letzten drei Titeln. Oder vier Titel waren es letztes Mal auch, glaube ich. Da waren ja auch einige neue. Beziehungsweise da war ja auch Caprona zum Beispiel, wurde nochmal neu aufgelegt. Genau, 60 € hat es gekostet. Aber die Trash Collection ist mir natürlich nicht zu teuer. Das ist ja klar. Ja, dann gucken wir einfach mal rein. Zwei Hüllen haben sie auch noch reingepackt. Das ist natürlich sehr schön. Erstmal das Ruby. Das ist ja hier diesmal so ein Würfel. So ein Rubik's Cube. Von CMV halt einfach. Genau, hier ist er dann. Praktisch. Halt so ein ganz normaler Rubik's Cube. Ich habe das nie gemacht. Ich kann das auch absolut gar nicht. Da hat man hier anscheinend auch noch so eine Anleitung. Also, ja, ich weiß ja nicht. Der Rekord ist ja irgendwie 4 Sekunden oder so. Ich kann das halt überhaupt nicht, aber es steht auch die Limitierungsnummer, glaube ich. Genau, 075. Ja, ist ganz nett. Ne? Wie gesagt, ich kann das überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ich muss aber auch ehrlich sagen, da finde ich eine Tasse oder so ein bisschen besser, weil die hat halt auch so einen praktischen Nutzen. Ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen, aber für irgendwelche Leute, die das, keine Ahnung, mögen, das ist vielleicht ganz nett. Ja, dann haben wir hier einmal die Filme und zwar einmal die Mumie des Pharao. Ich mache das hier mal einmal auf. Ist natürlich noch verschweißt. Genau, hier ist das dann. Und dann nicht nochmal verschweißt. So, dann haben wir einmal die Mumie des Pharao natürlich in der Nummer 22 in der New Trash Collection, beziehungsweise ist das dann die, glaube ich, 47 oder so in der alten Trash Collection, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da gab es ja auch so ein Gewinnspiel. Das war das alte Cover. Das finde ich auch schöner, ehrlich gesagt. Genau, die Mumie des Pharao. Einmal die Blu-ray und einmal die ganz normale DVD. Ja. Oder gibt es ein alternatives Cover? Nee, das ist das. Das ist dann die Nummer 51, war es nicht 47, 51. Okay. Ja, ich fand den Film, ja, ich fand ihn nicht gut. Ich fand ihn ziemlich langweilig, weil halt Großteil einfach gar nichts passiert ist, leider. Deswegen, ich fand ihn leider wirklich schlecht. Ja. Ja, dann haben wir Nightmares. Den habe ich noch nicht gesehen, das ist ja die Nummer 21, beziehungsweise Nummer 177, genau. Da hatte ich mal die kleine Hardbox von, die habe ich dann aber verkauft. Und jetzt kommt es halt hier in der Trash Collection, das ist natürlich schön, genau das Wendecover finde ich schöner. Mit diesem Neon-Ding, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht. Ich glaube, es ist ein australischer Film tatsächlich. So ein kleiner japanischer, australischer B-Film halt. Ich glaube, so ein Slasher-Ding. Mit so Vision und so. Ich bin mir jetzt aber auch nicht ganz sicher. Ja, habe ich halt, wie gesagt, noch nicht gesehen. Da kann ich jetzt noch nichts zu sagen. Ja, dann haben wir hier die zwei weiteren. Auch Titel, die ich davor noch nicht kannte und die ich auch noch nicht gesehen habe. Genau, einmal haben wir dann Mausoleum. Das ist natürlich ein richtig geiles Cover. Da habe ich auch schon eigentlich positive Kritiken zugehört. Das Cover ist richtig, richtig cool. Wendecover. Ja, Wendecover sieht auch cool aus. Ist dann die Nummer 178. Sieht auch schön aus. Aber da gefällt mir das Cover ehrlich gesagt besser. Weil das diesen schönen Retro-Videotheken-Charme hat. Und ich glaube, das ist das auch genau. Das ist natürlich ein Trash-Film mit Dämonen oder irgendwas anderem. Von 1900, ja, keine Ahnung, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. 1900, Mitte 80er, Ende 80er oder so, glaube ich. Bin ich wirklich gespannt drauf. Den werde ich mir mal bald angucken. Da bin ich sehr gespannt drauf.
der wird bestimmt gut. Da erhoffe ich mir auf jeden Fall einiges von. Ob ich mir jetzt von dem so viel erhoffe, weiß ich nicht. Feast, das ist so ein neuerer Monsterfilm, Nummer 24. Wendecover Nummer 179. Gut, die beiden Cover sehen jetzt relativ uninteressant aus, muss ich sagen. Ja, neuere Monsterfilme mit so animierten. Ich weiß jetzt nicht, ob der animierter ist oder ob der handgemacht ist, aber wie gesagt, neue Monsterfilme. So, da erinnert mich das halt meistens an Asylum und so. Und da bin ich jetzt nicht der größte Freund von, aber vielleicht kann mich dieser Film ja umstimmen, sag ich mal. Ja, mehr ist es dann auch eigentlich nicht. Aber es ist ja auch schon gut. Vier weitere Titel für die Trash Collection mögen diese Reihe für immer weiter bestehen. Und das sieht natürlich schön aus. 21, 22, 23, 24 beziehungsweise 176 bis 179, glaube ich. Ne, 177 bis 179. Oder wie auch immer. Ja, je nachdem, ob man jetzt die alte oder die neue Trash Collection damit. Und dann dieser schöne Würfel hier. Ja, dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diese Titel findet, welche ihr empfehlen würdet, ob ihr euch hier auch schon geholt habt. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.